Schau mal, Odyssey, ich zeig dir ein tolles Video. Stuart, sag mir nicht, dass es über Clowns ist, denn ich habe Angst vor ihnen. Was sagst du? Du hast Angst vor Clowns? Wie kannst du Angst vor Clowns haben? Das macht dich darüber nicht lustig. Das ist eine Phobie. Wir alle haben vor irgendwas Angst. Und die Phobie von Clowns ist sehr weit verbreitet. Viele Kinder haben Angst vor ihnen. Ich habe keine Angst vor ihnen. Nein, ich habe vor gar nicht Angst. Aber was ist das? Lass uns das Video schauen. Gefühl. Ja, in der Tat, das ist ein bisschen seltsam. Odyssey, komm näher. Hier, schau. Was? Ja, schau, wie schön. Ja, und was? Das ist ein Mädchen auf der Schaukel. Du bist nicht normal. Ja, ist das. Was? Leute, das ist ein Clown. Und Clowns sind so lustig. Du bist verrückt. Warum hast du das Video mit einem Clown gezeigt? Du weißt doch, ich habe Angst vor ihm. Als ob du Stas vor nichts Angst hättest, du Lügner. Ich bin doch Papa Stas und natürlich habe ich Angst vor nichts. Hey. Ich zum Beispiel, ich habe sehr viele Phobien, aber die größte Phobie ist Granny. Ich habe so viel mit Granny gespielt, dass ich angefangen habe, von ihr zu träumen. Und ich habe sehr viel Angst durch. Ja, Granny ist sehr gruselig, aber am meisten Angst habe ich vor Clowns. Und du, Stas, hast du auch irgendwelche Phobien? Okay, vielleicht habe ich doch eine Phobie. Stas, sag uns, was ist deine Phobie? Du musst dich vor uns nicht schämen, das ist nichts Schlimmes. Ich habe Angst vor offenen Schränken, denn in offenen Schränken könnten Gespenster sein, glaube ich, oder? Bevor ich ins Bett gehe, schließe ich alle Schränke, damit mich niemand fassen kann. Du bist nicht normal, glaubst du an Gespenster? Odyssey, das ist nicht lustig, Mann. Jeder hat Angst vor etwas. Sag mal cool. Odyssey, es gibt überhaupt nichts zu lachen. Du hast Angst vor Clowns. Aber Clowns, sie sind doch gruselig. Sind Gespenster nicht gruselig, hä? Gruselig. Ja, das sag ich auch. Hey, beruhigt euch. Nicht fluchen, Leute. Geht nach oben, ruht euch aus. Es gibt keinen Grund zu streiten, bitte. Okay, ich gehe in mein Zimmer und leg mich hin. Und ich gehe ins Spielzimmer, ein bisschen spielen und mich ablenken. Kommt schon, Leute, komm, geht. Los. Ich spiele jetzt, um mich abzulenken und mein Gehirn ein bisschen zu beruhigen. Oh nein, Freunde, wie konnte ich nur verlieren? Was war das? Ein Clown? Was ist denn heute los? Ich muss es mir eingebildet haben. Aber um sicher zu gehen, gehe ich lieber nachsehen. Ich muss den dort gesehen haben. Ich gehe hin und schaue nach. Es ist niemand da. Ich habe es mir wohl doch eingebildet. Ich dachte, ich hätte wieder jemanden hinter mir gesehen. Ich hoffe, es war kein Clown. Ich hoffe auch, dass es kein Streich war. Ich verliere wohl meinen Verstand. Ich muss mir das Gesicht waschen. Mein Gott! Das ist unmöglich! Unmöglich! Wach auf! Wach! Ich gehe nach unten! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, gibt es eigentlich keinen Grund, sich vor dieser Granny zu fürchten. Ich bin ein kluger, großer Mann. Das ist doch so. Oh mein Gott, Leute, was ist das? Ich kann dich sehen. Nein. Ich glaube es nicht. Oh, es ist vorbei. Alles gut. Es kam mir wohl so vor. Leute, ich muss mich etwas beruhigen. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Ich denke, ich drehe wohl durch, Leute. Oh mein Gott. Was ist es denn? So, ich werde mich jetzt erstmal hinlegen und ja, ich bin müde. Freunde, ich habe vergessen, den Kleiderschrank zu schließen. Okay, das ist alles ein Schmarrn. Ich habe keine Angst jetzt. Ich schaue ein bisschen. Was? Das ist unmöglich! Das bilde ich mir wohl nur ein. Ich lege mich bequem hin. Jetzt kann ich endlich schlafen. Aber hier gibt es doch gar nichts. Ich schaue mal nochmal da drüben nach. Ich hoffe, da gibt es auch nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Zum Glück nichts. Timon, du wirst mir nicht glauben. Ich habe gerade meine Angst gesehen. Direkt vor meinen Augen. Und ich habe einen Clown von mir gesehen. Dreimal. Leute,
Leute, ich habe Granny auch gesehen, aber macht euch keine Sorgen, ich habe eine Lösung. Welche Lösung, lieber? Welche Lösung? Also Leute, unsere Ängste sind in unseren Köpfen und um sie zu besiegen, müssen wir schlafen gehen. Und was soll das überhaupt bringen? Warum müssen wir schlafen gehen? Ja, ich habe einen Artikel durchgelesen und dieses Video hilft uns schlafen zu gehen und im Schlaf können wir unsere Phobien bekämpfen. Dimon, bist du sicher, dass das funktionieren wird? Wir haben keine andere Wahl, Odyssee. Schauen wir uns das Video an. Los. Schaut alle her. Ihr schlaft gleich ein. Ja, schlaft kaum. Wo sind wir denn jetzt? Leute, der Trick hat funktioniert und wir sind alle zusammen im selben Traum. Und was machen wir jetzt, Simon? Ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, Odyssee. Das ist ja der Sinn der Sache. Wir sind im selben Traum, um unsere Ängste zu besiegen. Großartig, Simon. Jetzt lass uns doch endlich deine Phobie besiegen. Ich habe Angst vor Granny, aber wir haben keine andere Wahl. Komm los schon, geht's, Jungs. Los geht's. Wow, Leute, das ist alles der eine Traum. Schau mal da drüben. Ja, ich sehe es auch. Da schlafen wir. Wenn das so ist, lass uns Granny suchen. Ich habe Angst und ich glaube, sie ist im Badezimmer oberen Stock. Komm, Dimon, lass uns gehen. Hab keine Angst. Komm, wir gehen. Leute, ich habe Angst. Granny, ich habe Angst. Dimon, du musst kämpfen. Du musst deine Angst besiegen, damit sie verschwindet. Nein, ich habe Angst. Ich geh weg. Ich habe Angst. Nein, Dimon, es war deine Idee. Komm schon, mach es. Okay, Leute, ihr habt wahrscheinlich recht. Ich gehe zu ihr. Ich wünsche dir Glück. Granny, ich bin gekommen, um mit dir zu kämpfen. Komm schon. Also komm her, du alte Kuh. Ich fordere dich heraus. Komm her. Oh nein. Nein. Ja, Granny, komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Gar keine. Ich kann dich sehen. Komm schon. Ich habe keine Angst vor dir. Keine Angst vor dir. Nein, nein, nein. Oh, Granny? Granny? Granny ist weg! Ja, es hat geklappt! Ja, Freunde, ja! Leute, es hat geklappt! Leute, es hat geklappt! Was ist da passiert, Dimon? Hast du deine Angst besiegt? Ja, ich habe Granny besiegt! Sie existiert nicht mehr! So ist das! Jetzt bist du dran! Ich gehe in den Raum, in dem ich es gesehen habe. Ich gehe! Ich gehe zu meiner Angst! Es ist wahrscheinlich wieder hier, im Schrank! Geist, fang mich! Fang mich, bitte! Ich erlaub's dir! Komm schon, bitte! Also, wo bist du? Wieso so lange? Oh, er ist hier! Oh. Hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Überhaupt nicht! Nein! Ich glaube, ich hab gewonnen, Leute! Lasst uns mal schauen! Ja, es ist niemand hier! Toll! Jetzt wollen wir mal schauen, was mit Odyssees von mir jetzt passiert. Boah, Leute, ich habe endlich meine Angst auch besiegt. Wow, gut gemacht, das Odyssee. Jetzt bist du dran. Ja, ich bin zu allem bereit. Ich habe vielleicht Angst, aber ich muss kämpfen. Ich muss meine Stärke zeigen. Los, Odyssee. Los, geh. Viel Glück, Bro. Komm schon, Clown. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Was ist denn los, Clown? Vielleicht hast du Angst vor mir. Clown, lass mich in Ruhe. Hau ab, ich will dich nicht sehen. Oh, Dimon, vielleicht ist etwas schiefgelaufen. Das, ich hoffe, Odyssee wird das schaffen. Ich auch. Also, das Geheimnis ist, keine Angst zu haben. Keine Angst, ich kann es schaffen. Wir kommen wieder zurück! Hey. Wir müssen alle zusammen schreien! Ah, ich zähle bis drei! Los geht's! Eins, zwei, drei! Ah. Leute, wir sind aufgewacht! Ja! Ja, wir haben unsere Ängste besiegt! Bravo, Leute! Wir sind wirklich cool! Habt ihr irgendwelche Phobien? Wenn ja, schreibt in die Kommentare, welche, damit wir es wissen! Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like! Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um keine Videos zu verpassen! Und tschüss!